hurra, die Post ist da. Ihr wisst, dass ich am liebsten regional einkaufe, meine Bücher vor einem Büchgeschäft kaufe, das Gemüse vor einem Markt. Aber wenn es um Bekleidung geht, ist es für mich als sehr dicken Menschen doch einfacher und die beste Variante, Gewand online zu bestellen und nach Hause zu bringen lassen. Und heute ist das Paket vom Pfunzkerl aus München in Wien eingetroffen, das ich erst vor 2 Tagen bestellt habe. Und ich muss ehrlich sagen, so sehr ich das Gewand mag, am leibendsten ist bei denen noch immer das Service. In Modegeschäften Gewand einzukaufen ist natürlich für mich als Dicken nicht so einfach. Beim Umziehen beginnt man relativ leicht zu schwitzen und das möchte man einfach ersparen, weil ich auch nicht mag, dass ich Gewand probiere und anziehe, in das vorher andere Leute auch schon geschwitzt haben. Das Paket macht man am besten gleich in der Früh nach dem Duschen auf und kann dann wirklich probieren. Man muss sagen, wenn ich mir was bestelle, dann fallen die Bestellungen immer gleich ein wenig größer aus. Und ich weiß schon im Vorhinein, dass ich wahrscheinlich nicht alles behalten werde. Auch bei den Hosen habe ich mir oft 2, 3 verschiedene Größen geordert und man glaubt gar nicht, wie viel hier in so ein Backerl hineinpasst. So, das erste, was ich probiert habe, ist dieser Hoodie, also eine Kapuzenjacke. Die passt eigentlich recht gut, hat 8XL. 8XL hätte ich mir bei mir sogar noch ein bisschen weiter vorgestellt, aber ich werde sie definitiv behalten. Sie hat die richtige Länge und ich will ja noch ein bisschen abnehmen. Da habe ich jetzt ein graues Poloshirt getroffen. Man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, wenn man es anzieht, da stecken oft noch Nadeln drinnen. Mir persönlich liegt es ein bisschen zu eng an. Bin mir noch nicht sicher, ob ich es wirklich nehmen werde. 63 Euro ist doch etwas, was man jetzt nicht einfach so auf Könnt-Sie ausgeben in ein paar Wochen ausgibt. Werden wir überlegen. Ich finde das auch wirklich sehr praktisch bei Pfunzkerl. Man bekommt zur Rechnung auch gleich einen Warenrücksendeschein dazu, falls also Gewand nicht passt oder vielleicht der Schnitt nicht gefällt oder man erst hier live drauf kommt, wie die Farbe ist, kann man das mit diesem Rückschein und mit einem Code, den man sich aus dem Internet rausholt, ein Etikett auf derselben Karton wieder drucken und das Ganze kostenfrei zurückschicken. Da sind auch wieder viele Nadeln. Das zu probieren, wird gar nicht so einfach, aber doch. Also ich bewundere Menschen, die sowas verpacken und zusammenlegen können. So, ich glaube, in diesem Jeanshemd habe ich sowas gefunden, was wirklich definitiv wieder mal ein Lieblingskleidungsstück werden könnte. Also ich finde, das passt ganz gut. Auch wenn ich 4-5 Kilo abnehme, wird es nicht zu sehr flattern. Die Ärmel kann ich mal hochstrecken. Dieses Hemd hat absolut die Tendenz zu einem neuen Lieblingskleidungsstück und ich werde es mir definitiv behalten. Was man jetzt natürlich schon nach den ersten Kleidungsstücken bemerkt, ich beginne leicht zu schwitzen, also eigentlich schwitze ich schon richtig und das ist also einer der Vorteile, wenn man das jetzt in einem Bekleidungsgeschäft live in der Kabine passieren würde, wäre mir das unangenehm, vor allem weil ich nicht in diese Dinge reinschwitzen will. Das heißt, hier zu Hause kann ich einfach eine Pause machen und vielleicht am Abend nochmal den Rest probieren und mich dann wirklich entscheiden, was bleibt bei mir, was kaufe ich tatsächlich und welche paar Stücke schicke ich vielleicht zu Pfunzkerl wieder zurück. Gestern Abend bin ich dann wirklich saumüde von der Aquagymnastik mit dem Rad nach Hause gefahren und habe keine Lust mehr gehabt, die Hosen zu probieren. Das ist auch der Vorteil des Online-Shops. So mache ich es halt heute früh. So, da kommt einmal die erste Jeans, die ich mir ausgesucht habe, die ich bestellt habe. Sie sitzt eigentlich unten an den Füßen recht gut, also man hat gut Bewegungsfreiheit, aber es ist ja hinten. Ich denke, ein bisschen kurz. So, und das war die letzte Hose. Da muss ich sagen, obwohl ich lieber eine Blue Jean gehabt hätte von den 3 Hosen, die mir geschickt worden sind, mag ich die am besten. Da ist die Passform ideal. Sie
geht hinten auch genau dorthin, wo ich es brauche. Also diese Hose werde ich mir sicher behalten.